Moin zusammen, ich habe einen weiteren Schlägertest für euch und diesmal geht es um den Babbola Pure Drive Lite 2015. Die Rahmenbedingungen hier, 270 Gramm unbeseitet, 100er Kopf, 16-19 Seitenbild und ich finde für diesen Schläger sehr gelungene Balance von 33-0. Das möchte ich vorweg sagen, dürfte der beste Pure Drive sein für alle Leute, die entweder nicht so einen schweren Schläger haben wollen, vielleicht aus der Damenwelt kommen und oder aber Nachwuchs sind, also gerade so den Sprung machen zu richtigen Erwachsenen-Rackets und sowas, da passt das Ding extrem gut rein. Denn man bekommt das normale Pure Drive Spielgefühl, nur dass man halt, sag ich mal, wenn man jetzt ganz normal als erwachsener Mann, Durchschnittsmann spielen würde, muss man damit schon relativ viel machen, damit man die Power kriegt, die man vom normalen Pure Drive, also der 300er Version oder Pure Drive Tour mit 315 gewohnt ist. Jemand, der vielleicht gerade heranwächst, eine Dame, die vielleicht nicht ganz so viel Kraft hat wie ein Mann, wie auch immer, nicht böse gemeint, für den ist das genau richtig, weil das passt dann zum Spielstil ist auch schön und es passt einfach zur Art des Gefühls, wie man das spielen möchte. Man bekommt den normalen Pure Drive Effekt, viel Power, trotzdem gute Kontrolle, relativ variabel, hier noch sehr, sehr gut manövrierbar, sogar ein bisschen besser als die 300 Gramm Version. Man braucht keinen so langen Schwung dafür, beim Aufschlag ist es ähnlich, sehr, sehr gutes Racket für eben, wie gesagt, die Damenwelt und für den Nachwuchs. Wie bei allen neuen Pure Drives wurde auch hier wieder FSI-Technologie verwendet. Das bedeutet, der Sweet Spot ist von relativ weit hier unten ein bisschen nach oben gekommen. Die Seiten sind im Sweet Spot ganz klein bisschen enger geworden. Was bedeutet, Sweet Spot, wenn ihr weiter oben trefft, ein bisschen mehr Power. Engere Seiten bedeutet ein bisschen mehr Kontrolle und genau das spiegelt sich auch so wieder. Ich war für die 270 Gramm positiv überrascht, wie stabil der sich anfühlte beim Spielen. Und da kommt die anfangs schon genannte Balance zum Tragen, eine 33-0er dabei. Das gibt dem Ganzen, wenn man halt spielt und wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein bisschen Schwung mitnimmt, gibt das halt ein sehr, sehr gutes, sattes Gefühl. Hat sehr Bock gemacht. Wichtige Info noch für alle, die die Schläger vorher spielen wollen. Den haben wir natürlich auch in L2er Griffstärke als Tester da, nicht wie sonst die meisten nur in L3. Zum Beispiel auch was für Kinderhände, für Damenhände. Guckt bei uns einfach im Shop mal rein. Und als Fazit vielleicht, das ist ein ganz normaler Pure Drive, ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher zu manövrieren, noch also zumindest ein bisschen schneller auch zu manövrieren. Ihr bekommt aber die gleichen Stärken, die man von einem Pure Drive kennt. Wenn ihr nicht die Originalversion mit ein bisschen mehr Gewicht haben wollt, ist das genau euer Ding. Ein Pure Drive, wie man es gewöhnt ist, sehr guter Schläger. Und ich möchte noch ganz kurz sagen, die Optik gefällt mir sehr, sehr gut, gerade hier beim Lite mit dem weißen Ösenband noch hier drauf. Ich hoffe, ihr seht das Blau jetzt nochmal hier in Großaufnahmen, hat so ein bisschen Metallic-Effekt, finde ich sehr gelungen. Guckt euch auch die anderen Modelle bei uns auf centercard.de mal an. Ihr wisst eh, wo ihr hinklicken müsst. Das war der neue Babbola Pure Drive Lite 2015.